die Einladung zu dem spannenden Thema. Ich hatte die Aufgabe bekommen, oder beziehungsweise hatte mich dafür gemeldet, die außersozialwissenschaftliche Perspektive in der Forschung sozialer Nachhaltigkeit zu beleuchten. Und ich habe das automatisch mit Transdisziplinarität verbunden. Und zwar mit der Sicht und auch meiner Forschungserfahrung, dass es also ein Teil eben der transdisziplinären Forschung ist, aus meiner Sicht, dass man mit Personen zu tun hat, die eben nicht unbedingt Sozialwissenschaftler sind wie ich, oder sie sind es von der Ausbildung, haben jetzt aber in ihrem Alltag, in ihrem Berufsalltag einfach eine andere Rolle und sind halt nicht universitär gebunden in der Politik, in der Privatwirtschaft, im zivilgesellschaftlichen Bereich. Und an der Uni arbeitend ist diese Kommunikation und diese Brücke zu schlagen, also das ist meine These, meine Erfahrung, die wird finanziell nicht unterstützt. Also sie wird auch aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive kaum unterstützt. Also wenn promoviert wird, habilitiert wird, wird die Frage kaum gestellt. Also wie war das denn, diese transdisziplinäre Forschung, sondern es geht um disziplinäre, maximal interdisziplinäre Bewertung der Forschungsleistung. Das heißt, es braucht mehr Aufwand, mehr Kommunikation und aus einer universitären Sicht, also auch in der Geografie arbeiten, die generell interdisziplinär aufgestellt ist, also zumindest in Bern und ich glaube in vielen anderen Instituten auch, ist das immer so ein Randthema, was gleichzeitig aber viele beschäftigt. Was ich machen möchte, sehr praktisch, empirisch, ist aus meiner eigenen Forschungsarbeit, die sich vor allen Dingen mit Migration und Multilokalität beschäftigt, sozusagen den globalen Norden und den globalen Süden verbindet, Beispiele bringen, wie man jetzt, und es wäre eben die Frage, also welche Formen der Kommunikation von Forschung und Forschungsergebnissen gibt es, also zum Beispiel meiner Forschung, und wie entsteht das und wie kommuniziert man mit wem, wie und wann und wie zeigt sich das dann eben in der Praxis. Ich möchte es an drei Beispielen zeigen. Das eine ist, also Forschung zu Migration und Mobilität, die ich jetzt also nicht weiter beleuchten werde, das können Sie alles nachlesen in der Publikation. Es geht zum einen darum, die Zusammenarbeit mit Politik, also wirklich eine konkrete Erarbeitung von Politik, Empfehlungen, Handlungsbedarf, dass man den verschriftlicht und gemeinsam am Tisch sitzt und das diskutiert. Das zweite Beispiel, was ich kurz bringen möchte, ist die Frage, diese Bereitstellung von Daten, die wir generieren, für die Bevölkerung, die wir beforschen und erforschen. Und wie wir eigentlich sicherstellen können, dass diese Daten, die wir haben, diesen Personen zur Verfügung stehen und dass sie auch von den Forschungsergebnissen erfahren. Und das dritte ist, das war ein Projekt eines Dokumentarfilms, den wir gemacht haben, der dann eigentlich aus den anderen zwei Erfahrungen entstanden ist. Das erste Beispiel, Politikempfehlungen. Ich habe selber zur Migration vor allem in Südzentralasien gearbeitet und Verbindungen zu Europa. Das ist ein extrem kontrovers diskutiertes Thema gewesen und insofern interessant aus einer transdisziplinären Perspektive, dass ich rede so von 15 Jahren Forschungserfahrung, angefangen von der Dissertation bis über Habilitation bis jetzt Professur seit 4 Jahren, dass ich, als ich promoviert habe, zu Beginn 2001, auf der internationalen Entwicklungsagenda Migration als Failure of Development gesehen wurde. Also es wurde wie nicht politisch relevant diskutiert, dass Migration existiert, Arbeitsmigration, und dass es Länder auf der Welt gibt, wie Kirgisistan und Nepal zum Beispiel, die 30% ihres Einkommens als Übermigration generieren. Und das hat sich ganz stark geändert 2009, als der Human Development Report rauskam und dort Mobilität, Migration thematisiert wurde. Und dann bei der Formulierung der SDGs, also wir in Arbeitsgruppen mitarbeiten durften und die Frage war, wie können wir Migration in die SDGs einbringen? Also der Diskurs auf der politischen Ebene hat sich ganz stark geändert. Und jetzt war das in Süd- und Zentralasien, wo wir vor allem viel gearbeitet haben, war eben die Frage, wie können wir dann Politik mit an den Tisch bringen und wo man weiß, das Thema ist relevant, aber es wird wie politisch nicht angefasst, weil es so heikel ist. Und vor allen Dingen ist es ein Thema, was als ganz stark nicht nachhaltig kommuniziert ist im asiatischen Raum. Also es wird ganz klar gesagt, Arbeitskräfte werden in Europa zum Beispiel ausgebeutet, das sind grobe Verletzungen der Menschenrechte, das hat einfach nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und dann war eher die Reaktion darauf, man möchte einfach nicht drüber diskutieren. Und was wir dann also regelmäßig gemacht haben, das ist ein bisschen wie auch diese Zukunfts- und Forschungswerkstätten, dass wir aus der Forschung heraus
aus, also quasi in extra Zeit und dann eben unbezahlt, Politikempfehlungen, also mit Politikern, Politikerinnen, mit Zivilgesellschaft wirklich regelmäßig runde Tische gemacht haben und aus unseren Forschungserfahrungen heraus Themen diskutiert haben, wo wir gesagt haben, wir können aus unseren Forschungserfahrungen heraus eben auch Handlungsbedarf generieren oder Politikempfehlungen oder Fragen an die Politik stellen, wo sozusagen bisher keine Datengrundlage da war. Oder wo auch eine große Unsicherheit war auf der politischen Ebene und auch auf der, also auf der NGO-Ebene, wo man häufig gesagt hat, es gibt einfach keine Daten zur Migration. Also Migrationsstatistiken im internationalen Vergleich, das sind wirklich Länder, da gibt es so gut wie keine Migrationsstatistiken. Und gleichzeitig findet Forschung hier statt. Das heißt, also die erste Lesson to learn war, wir haben einfach, also meine Forschungsgruppe und auch ich, wir haben einfach die Notwendigkeit gesehen oder wir sind gar nicht dran vorbeigekommen, uns auch politisch irgendwie zu positionieren und mit der, also mit Personen, die politisch aktiv sind, in dem Umfeld zu kommunizieren und auch an einem Punkt, wo die Ergebnisse noch nicht publiziert waren, einfach darüber zu sprechen und transparent zu machen, zu was wir eigentlich forschen und was wir herausfinden in der Forschung. Das zweite ist der Zugang der Forschungsergebnisse und Daten für die beforschte Bevölkerung. Mich würde interessieren, was Ihre Erfahrung dazu ist, wenn Sie Befragungen machen, wenn Sie also Surveys oder Interviews führen, kommt häufig die Frage, oder also ich höre die oft, ja, wo sind denn dann diese Ergebnisse? Also wo können wir das lesen? Wie geht das in meiner Praxis ein? Und da habe ich auch also unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Im Kontext von Migration, Zentral-Südasien, ist es so, dass wir hier häufig von irregulärer, sehr prekärer Migration sprechen. Wir sind dann teilweise aus einer Forschungsteamperspektive fast in so einen Aktionismus gedrängt worden auch. Weil wir, also ich habe multilokal gearbeitet, bin halt mit Migranten, Migrantinnen durch Zentralasien mitgereist und habe Informationen bekommen, die viele Personen, die migrieren, gar nicht haben. Und wir haben dann zum Beispiel wirklich Informationsblätter gedruckt. Ich habe filmisch gearbeitet mit Video. Wir haben ein Radioprogramm unterstützt in Südasien, das wir mit Informationen gespeist haben über Fragen, alltägliche Fragen von Arbeitsmigration im süd- und zentralasiatischen Kontext. Und das dritte Beispiel, das ist jetzt sehr praktisch, ist, ich habe einen Dokumentarfilm dann mitgearbeitet und der ist entstanden, weil wir gemerkt haben, dass gerade bei Politikdiskussionen häufig die Frage ist, ja, dann habt ihr halt diese Daten und diese, und man sieht das irgendwie gar nicht und was ist das denn jetzt konkret, worüber ihr sprecht? Und wir dann zusammen mit einer NGO eben auch gesehen haben, dass man natürlich auch anders visualisieren muss oder eben Ergebnisse anders zugänglich machen muss. Und so ist ein Dokumentarfilm entstanden, der dann interessanterweise an mehreren Filmfestivals, also die sehr mit Menschenrechten konnotiert sind, also Human Rights Watch Film Festival, also unterschiedliche Debatten, wo dieser Film sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen hat, viel mehr als alles andere, was wir in der Forschung an Wissen generiert hatten und teilweise eben auch genutzt wurde, um zum Beispiel politische Debatten einzuführen, also wo Teile des Films gezeigt wurden oder Teile des Filmmaterials genutzt wurden, um wieder Informationsmaterial zu generieren über das Thema. Was will ich sagen? Dass, wenn wir über diese transdisziplinäre Forschungskommunikation sprechen, dass aus meiner Perspektive, also das wissen wir alle, ist ein sehr reflexiver Prozess. Und wichtig ist aber, dass meine Erfahrung ist, dass er also sehr, sehr stark anregt, wirklich über die eigene Forschung zu reflektieren und auch kritisch die eigene Forschung anzuschauen. Und die größte Herausforderung finde ich, dass wenn man eben in Interaktion tritt mit all diesen anderen Akteuren und Akteurinnen, dass man eine Transparenz über den eigenen Forschungsprozess an den Tag legen muss, die ich, wenn ich, also wenn ich normal disziplinär arbeite, fast nicht leisten muss. Also wenn ich publiziere, dann macht man die Methodik klar, aber es ist selten, dass jemand wirklich genau fragt, und wie sah jetzt deine Interview-Guideline aus und wie hast du genau kodiert. Während wenn ich mit anderen, also die eben nicht auf meinem wissenschaftlichen Kontext kommuniziere und vor allem meine Ergebnisse auch kommunizieren möchte, ist meine Erfahrung gewesen, dass ich viel kritischer auch befragt wurde über meine Prämissen, über meine Vorannahmen, wie ich eigentlich Forschung mache und wie meine Forschungsthemen entstanden sind. Und schlussendlich heißt das, also dass ich finde, dass
Transdisziplinarität unbedingt an die Universitäten gehört. Wir auch bei uns im Fach also sehr dafür arbeiten, dass es Teil dessen ist, dass aber gleichzeitig, ich denke, dass akademische Einrichtungen es nach wie vor viel zu wenig fördern und das eben auch als Kompetenz ansehen und nicht, also, und nach wie vor aus meiner Sicht eben zu sehr auch als nicht wissenschaftlich labeln und dadurch auch Studierende oder Promovierende, wie auch immer, viel zu wenig unterstützen, also auch wirklich transdisziplinär zu arbeiten. Thank you.